Guten Morgen zu, ich glaube, meinem ersten Vlog. Es ist 6:33 Uhr und ich habe ungefähr 4 Stunden geschlafen. Ich konnte nicht schlafen, ich war irgendwann bis um 2:30 Uhr wach. Ich muss eigentlich, glaube ich, schon fertig sein, weil ich gleich von der Lisa abgeholt werde, weil es nach Barcelona geht. Ich lasse mir nämlich am Samstag die Hand tätowieren, also morgen. Und ja, ich brauche jetzt noch Augenbrauen und ein bisschen Schminke, ist alles so von gestern. Wir sehen uns gleich frisch geschminkt mit der Lisa wieder. Bis gleich. Die schlimmste Scheibe auf meiner Hand. Nein, mir hat wirklich jemand ans Auto gespuckt. Ich hatte erst geparkt auf so eine Parkplätze, wo du Elektroautos anstecken kannst. Und in dem Moment, wo ich schon ausgestiegen bin und einfach weggehen wollte, mir dachte, ich habe es nicht gesehen. Kann man gerade jemanden. Sie dürfen da aber nicht stehen. Ich dachte, das wäre halt nur so ein fucking Gutmensch. Und ich so, ja, müssen Sie jetzt dahin oder wie? Ja, muss ich. Und ich glaube, der hat sich halt gedacht, ja, okay, den Scheiß, wenn die merken. Und dann hat er mir ins Auto gespuckt. Und ich war nicht glücklich. So, nice Guten Morgen-Story, als mir der scheiß Gutmensch ans Auto spuckt. Der fucking Gutmensch. Ja, und ich dachte mir so, boah, wieso ist mitten in der Innenstadt genau dieser eine Platz frei? Das muss meiner sein. Wo ist es? Fuck yeah! Ja! Nur so als Tipp, Matcha Green Tea Latte. Gibt's in Eis, gibt's auch in warm. Ihr könnt's auch mit einem Schuss Vanille probieren. Warm, kalt. Beste Getränk auf der Welt! In Barcelona. Wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Wir sind in Barcelona und wir sind in unserem Apartment. Und das ist mega cute. Und ich zeige es euch gleich. Und wir sind jetzt ein bisschen hungrig und ein bisschen wütend. Also ein bisschen hangry. Ein bisschen hungrig. Ein bisschen. Deswegen suchen wir uns jetzt was zu essen. Suchen wir uns was zu essen? Na? So. Zeig mal kurz unser Mini-Zimmer, aber es ist so endcute. So, ja, das ist es auch schon. Aber es ist süß und wir haben einen niceen Ausblick. So, was geht hier noch? Zehn. Und ein cutes Bad. Thank you.
habe mich gerade einfach end in diese Schuhe verliebt. Ich habe einfach wie immer zu große Füße, weil ich 41 habe. Das macht mich gerade so traurig. So. Oh, fuck my life. Ich hab gehört, die liebe Jennifer, die hat jetzt Bayerisch gelernt. Mei, Wolf. Ich kann's nicht auf Kommando. Was soll ich sagen? Mein Boy ist so fescher. Ich mag dich sehr. Und ich habe Grüße aus Barcelona. Wenn man einmal die Spanier besucht. Besucht. Da muss man halt schon ein bisschen Kultur mitbringen. Kultur nennst du das? Ja, die bayerische Kultur. So, was geht bei dir? Hey Bird. Eins Katze, zwei Katze, drei Katze. Vier Katze? Vier Katze. Wenn die Palmen einfach nur nice aussehen. Ja. Siehst du das, ne? Ja. Meine Aufnahmen bestehen einfach daraus, dass ich neben dir herlaufe und so, hallo Lisa! Wir sind zurück. Wir hatten einen nicen Tag. Ich wette, es werden sich so viele in den Kommentaren über den Talk auf... Über den Talk? Wenn du nicht mehr anders talken kannst. Wir haben uns noch Sushi geholt. Okay, es sieht aus wie eine Matsche, aber es ist einfach Avocado. Ich glaube mit Nudeln und Algensalat. Und natürlich, All-Time-Favorite, Edamame. Und eine Miso-Suppe. Und weil sie es nicht hinbekommen haben, die richtige Bestellung zu machen, haben wir jetzt nochmal irgendwas mit... Lachs bekommen, was die Lisa essen darf. Paul! Oh mein Gott, dieses Schwarz ist so wundervoll, weil da so Glitzerdinger drin sind, aber man sieht's nicht. Fuck. Urban Decay Long Lasting Makeup Setting Spray. Und wir machen uns über Nacht noch Gesichtsmasken drauf. Parfüm für meinen Boy. Überraschung. Hier dein Geschenk. Nicht verraten. Und du? Ich bin voll. Lisa hat auch Sachen gekauft. Viel. Es war einfach viel zu viel. Es ist leicht eskaliert und es ist eigentlich fast peinlich. Cool. Dann essen wenn wir. Wenn du Hunger hast und small bist. So, das war Kapitel 1, wie man sich nur so hart gönnen kann. Morgen geht es weiter mit Kapitel 2. Die Gönnung nimmt überhand. Wir sehen uns morgen wieder. Einen schönen Abend euch und wir essen jetzt Sushi. Glücklich, wenn du einfach nur noch glücklich bist. Tag 2. Wenn man einen Tag in der Wohnung verbringt und ja, es spricht für sich. Und wir haben uns jetzt geschminkt und gerichtet und Haare gemacht und den ganzen Shit und müssen jetzt gleich los, da um 11 mein Termin ist und wir noch was zu essen holen wollten. Oh, du siehst cute as fuck aus. Na, wir hatten uns einen Wecker auf 9 Uhr gestellt und sind einfach um kurz vor 8 wach gewesen. Rollladen hochgemacht, angefangen uns zu schminken. 2 Stunden. Wie gesagt, wir gehen ins Frühstück holen und dann machen wir ein bisschen Tattoo, Alter. Bis gleich.
Jenny und ist glücklich mit ihrer Handschuhhand am Hotdog essen. Aber sie hat überlebt. Mhm. Gehört in Spanien ist das Land der guten Dinge. Und der guten Hotdogs scheinbar. Ja, mhm. Wie sie so gar nicht guilty aussieht. So richtig happy. Oh! Nein, sie hat gut überlebt und tapfer durchgehalten. Mhm. Wie lange hat es gedauert? Schon 3,5 irgendwie. Irgendwas zwischen 3 und 4 Stunden, aber eher Richtung 4. Und sie kann immer noch lachen. Ja. Und hat ihre Fanta. Das ist Fanta Go. Und wie war der Tag für dich? Der Tag war schön. Ich glaube, ich war die hilfreichste Person auf der ganzen Messe. Wenn du nichts zu tun hattest, dann noch verdammt brauchbar warst. So, ich bin hilfreich. Seht's doch ein. Ich habe Essen geholt, Dinge getragen, Videos gemacht. So, nur wegen mir könnt ihr euch das alles anschauen. Richtig schlau. Abschließende Worte? Ich gehe jetzt zeigen. Ja, ich habe einen Handschuh an. Meiner Hand geht es ein bisschen besser. Sie ist leicht angeschwollen. Wer irgendwann in Barcelona ist und eine wunderschöne, billige Unterkunft sucht, ich verlinke euch das einfach unten, weil ich gerade so arg begeistert bin. Die Convention ist hier hinter diesem Haus. Da nach rechts gibt es ein Kaufhaus mit Essen und Schminke. Und eine halbe Stunde da lang gibt es einen Hafen und einen Starbucks. Da waren wir gestern. Link ist in der Beschreibung. So fit sehe ich by the way aus. Mir ist ein bisschen kalt und alles geworden, deswegen Pulli und Decke und Schlaf. Wenn sie sich eingesaut hat. Schokolade. Fuck my life. Ibims. Klein und ich kann nicht essen. Mein Boy fehlt mir. Meiner mir auch. Oh, jetzt aber. Oh. Ich sehe schon wen kotzen zu Hause. Übergebt euch jetzt nicht, aber es ist für euch. Nein, ja. Wir kuscheln jetzt. Tun wir? So. Nein, wir kuscheln jetzt. Keine Zuschauer erwünscht. Wie glücklich bist du? Ganz glücklich. Was hast du da? Joghurt, Pistazien, Mango. Und ich gönn mir halt noch komplett vorm Essen. Dinge, die einfach passieren. Ein Crepe geht schon noch. Eigentlich checken wir gerade aus, weil die schöne Reise vorbei ist und wir haben gerade noch gepackt. Ach ja, hier meine Hand übrigens ausgepackt. Ja, ich hatte mal Knöchel. Ich glaube, ich sehe die nächsten paar Tage erstmal nicht. Wenn sie im Urlaub ist und fucking vorbildlich ist, wenn ihr ein Tattoo habt, dann kriegen wir das ein. Dann kauft ihr auf 16 fucking Euro eine Sonnencreme. 50 plus bitte. Und dann wird fleißig und eingecremt. Auch so. Wir begeben uns jetzt zum Check. Das hat uns die Shani empfohlen. Die Chantal. Da gibt es leckere Schokosachen. Ganz kurz, Shani, wenn wir dir nichts mitgenommen haben, dann liegt das daran, dass wir es entweder A, im Flugzeug schon gegessen haben, weil wir nicht mehr anders konnten, oder B, es hier einfach so fucking warm ist, dass uns alles schmelzen würde. Ist mal kein Scheiß. Ich laufe zum ersten Mal dieses Jahr in kurzer Hose. Das ist so schön. Es ist echt unfassbar warm in der Sonne. Wir werden gerade awkward angeschaut, weil wir filmen. Ganz kurz, du solltest eigentlich einen Schwenk machen. Wenn sie einem einfach nur auf den Sack gehen. Wenn du kein Spanisch sprichst, aber genau weißt, dass du trotzdem angemacht wirst. Hauptsache der Hund ist süß. Da sind noch mehr Dorgos. Wenn du Hunde-Craving hast. Thank you.
wenn das Timing stimmt. Immer noch keine Pusten. Was suchst du? Ich suche eine Post. Ich habe jetzt viel hier Postkarten. Ja. Für alle. Nein, ich habe Postkarten und ich habe sie alle so bezaubernd schön geschrieben. Und jetzt kann ich sie nirgendwo hinschicken, weil ich keine Briefmarken bekomme. Wer jetzt eigentlich noch Briefe schreibt? Also außer Omas. So, machen wir den YouTube-Klassiker. Schreibt sie in die Kommentare, schreibt ihr noch Briefe? So, benutzt jemand von euch noch Post? Benutzt jemand von euch noch Post? Briefmarken. Schreibt sie in die Kommentare unten. Nein, macht's nicht. Wir suchen seit über einer halben Stunde Briefmarken. Jennys Handtattoo mit Absicht im Bild. Nee, eben nicht. Ich muss sie immer noch hochhalten, weil sie irgendeinen Scheiß macht. Es geht jetzt zurück. Ja, wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen. So, es ist meine Schuld. Ich gebe es zu. Lisa gibt es zu. Wenn wir den Flug verpassen, wer ist schuld? Ich bin schuld. Ich habe gesagt, ist dann eine Bus neben dem Terminal 1 und 2, soll nicht so was machen. Ja, ich habe auch noch Briefkasten. Der Moment, wenn die Lisa zur Info geht und du einfach nur hoffst, dass sie fragt, wo Terminal 2 ist und sie fragt, Entschuldigung, wo ist ein Briefkasten? Ja, oben. Ja, wo genau? Ach ja, und Terminal 2, gibt's da auch einen Briefkasten? So, frag doch verdammt nochmal, wo Terminal 2 überhaupt ist. Ja, die man hätte in Deutschland einwerfen können. Das mag ich aber nicht. Ich mag meine, meinen Flug verpassen. Meine Oma schaut immer, wo der Stempel hier kam. Wir haben es tatsächlich geschafft. In 10 Minuten ist Boarding und dann geht's leider zurück. Und ich hoffe, es ist nicht so unfassbar kalt in Deutschland, weil hier war es so schön warm. Nom, 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 nom. Endstufe der Gönnung. Es war anstrengend, weil ich einfach verdammt wenig Platz hatte, weil der Typ vor mir meinte, er muss irgendwie seinen Sitz 100 Meter nach hinten tun. Ich reg mich schon seit der dritten Klasse. Bereit. Alle wollen das Handtattoo sehen. Eigentlich sind sie nur deswegen da. Ihr wollt nur das sehen, also hier. Nicht im Fokus. Nicht im Fokus. Warum eigentlich nur unser Koffer? Wenn du dich gedisst fühlst.